choices. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah, yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Jetzt weiß ich auch, was sich da drunter versteckt hat und ich liebe es. Das freut mich. Und wenn Sie mich fragen, die Show muss definitiv weitergehen. Und zwar mit dir, Basti. Unglaublich tolle, tolle Performance. Dankeschön. Wir gehen einmal runter und zwar in die Nähe deines Coaches. Also das war schon mal sehr finalwürdig auch, würde ich sagen, oder, liebe Steff? Also erstens das, und ich muss auch wirklich noch mal sagen, alles das, was wir hier machen, würde nicht funktionieren, wenn wir nicht so eine fette Band hätten, die so geile musikalische Versionen machen. Wirklich. Oh. Ein sehr großer, verdienter Applaus. Und was für fette Performances wir machen, oder? Also Standing Ovation. Die beste Band der Welt. Unsere The Voice of Germany Band. Ich glaube, jetzt sind sie auch ein kleines bisschen rot geworden und sind froh, dass man es nicht sieht. Ja, weil es so weit weg ist noch. Genau. Also wirklich, Basti, man muss es wirklich sagen, weißt du, wir alle haben unser Päckchen zu tragen. Und wir, jeder, der hier sitzt, wir alle versuchen noch jeden Tag mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein und zu gucken, dass wir im Gleichgewicht bleiben oder dass wir selber sind und dass wir uns nicht von Stimmen, die um uns herum passieren, aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Wir alle haben das und es ist völlig egal, wen wir lieben und wie wir lieben. Wir alle haben das. Und das ist das, was wir alle mit dir teilen, Basti. Und ich bin so in Rage, wenn ich darüber rede, weil du einfach so ein gutes Herz hast und einfach hier bist und du bist immer für alle da. Du hast so weite Arme und trägst auf deinen Flügeln alle anderen auch mit. Und das macht dich wahnsinnig aus. Und dazu würde meine Mutti hat mir geschrieben, Stimme hat er, ne? So, ich benutze jetzt mal die Wörter meiner Mom und sie hat einfach absolut recht. Das, was du hier gebracht hast, ist nicht bloß nicht nur eine Performance, es war ein echter Auftritt von einem Künstler. Und das war ganz toll, wirklich. Ja, vielen Dank. Wunderschöne Worte, liebe Steff. Und sie verpackt es einfach wirklich so blumig in ihren Worten.
Aber Sie können, ja bitte Peter. Ich möchte sehr gerne. Um zwei Minuten vielleicht gar nicht. Was du gesagt hast, Basti, was wir vorhin alles mitverfolgen konnten. Und wie du singst und wofür du eintrittst und wie du Mauern einreißt, die unnötig sind, ist beeindruckend und ist eine absolute Sonderklasse. Wow. Dankeschön. Vielen Dank, Peter. Großartig. Wahre Worte.